Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Papakura-Video. Das letzte ist ja schon ein bisschen her, aber falls du es noch nicht gesehen hast oder dir gerne nochmal anschauen möchtest, ich verlinke es mal da oben in der Infokarte. Darin ging es um die ersten Handgriffe und Einstellungsmöglichkeiten. Also, wenn dich das interessiert, dann klick doch mal drauf. In dem Video heute geht es auf jeden Fall darum, wie ändere ich eine Papiervorlage in eine Schaumstoffvorlage. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, für was brauche ich das? Und naja, folgendes Szenario: Ihr sucht nach einem Rüstungsteil ewig schon lange, aber ihr findet es halt nur als Papiervorlage und ihr wollt es aber unbedingt in Schaumstoff machen. Und genau in diesem Video geht es darum. Also, wenn du das brauchst, dann schau dir das Video an. Also, nicht lang schnacken und los geht's! Hier haben wir jetzt unsere Papiervorlage, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe jetzt einfach mal als Beispiel die Ironman-Brustplatte genommen. Ich habe sie von therpf.com runtergeladen. Das ist so eine Seite, die haben da Rüstungsteile en masse. Also falls ihr mal was braucht, könnt ihr da ruhig mal vorbeischauen. Vielleicht haben die auch euer Teil dabei. Als allererstes brauchen wir jetzt hier diese Klebestellen nicht, oder Flaps, wie sie auch genannt werden. Also gehen wir einfach hier auf Edit Flaps und geben statt 5 mm oder 4 oder 3, was auch immer dann bei euch da steht, 0 mm ein und dann To All und OK und schon sind die ganzen Flippity Flaps weg. Als nächstes können wir die Supporter hier entfernen, weil die sind nur wichtig für Papiervorlagen, damit das Rüstungsteil auch seine Form behält. Also markieren wir uns die und ziehen die uns einfach raus. Ist auch egal, wo wir uns die hinziehen, Hauptsache raus aus dem Druckbereich. Bei den Arc Reactor können wir ruhig das Kreisrunde und die Vertiefung entfernen. Die Vertiefung brauchen wir einfach aus dem Grunde nicht, weil unsere Schaumstoffmatte eine natürliche Dicke mitbringt, also fallen alle solche Teile hier weg. Wie zum Beispiel jetzt ja auch am Rand, da klebt man ja immer so eine Leiste noch bei einer Papiervorlage mit hin, damit das Ganze ein bisschen plastischer wirkt, aber das entfällt ja jetzt hier bei der Schaumstoffmatte. Also markieren wir uns alle Leisten und ziehen die uns ebenfalls aus. So, weg damit. Und das sieht doch jetzt schon alles viel übersichtlicher aus. Den Ring in der Mitte kann man ruhig lassen, weil das lässt sich auch gut als Schaumstoffmatte verarbeiten. Und wie man auch bei der Rüstung sieht, sie ist symmetrisch, das heißt, wir brauchen später bloß eine Seite zu drücken und die andere Seite können wir jetzt eigentlich auch löschen. Ich entscheide mich einfach mal von mir aus, rechte Seite zu nehmen und die linke Seite zu löschen. Also können wir jetzt einfach die ganzen Teile von der linken Seite ausschmeißen, genau wie wir es ja schon bei den anderen Teilen gemacht haben. Und das mache ich jetzt mal fix. Und wenn ich soweit dran bin, die ganzen Teile rausgeschmissen habe, dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, habe ich jetzt alle Teile gelöscht, die ich jetzt nicht brauche, dann könnt ihr auch einfach eure ganzen Teile auf euren Seiten markieren. Und dann seht ihr es ja. Und bei mir schaut das schon ganz gut aus, soweit. Das Teil lasse ich natürlich und halbiere das nicht. Das wäre Schwachsinn, weil das ist schon okay so. Und ja, da sind wir schon fast fertig. Eine Sache noch, und zwar hier, wie zum Beispiel bei diesem Schlitz hier, da braucht ihr das Teil natürlich auch nicht. Dann sucht ihr euch einfach dieses Teil aus. Das wäre dann hier das. Übertragt es euch auf euren Schaumstoff und schneidet euch dann einfach hier den Schlitz aus. Und dann habt ihr ja schon eure Vertiefung. Und dann braucht ihr nicht so ein kleines Zipfelchen da noch. Dann könnt ihr einfach hier die Teile wieder auf euren Seiten ordentlich anordnen, wie ihr wollt, wie es am besten ist, schön platzsparend. Und ja, dann war es das schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen es dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, tschüss.